Und das sind auch Fragteile. Oh Gott. Müssen die auch kaputt schießen? Bringt das irgendwas? Ja, ich bin im Boot, das ist mir klar. Normale Menschen haben gar keine 4000 Spielstunden in EU 4. Das gibt's gar nicht. Ja, kann ich sie aufsammeln? Wie sammle ich die jetzt auf? Schieße ich einfach drauf oder? Oder kann ich jetzt wieder gehen? Bin mir nicht ganz sicher. Ich bleibe noch ein bisschen da und schieße noch Dinge kaputt. Also ich kann sie auf jeden Fall nicht aufsammeln. Ich kann drauf landen. Ich kann drauf schießen. Ich kann da drauf schießen. Schieß mal da drauf. Wir finden hier noch irgendwas. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind die Kisten alle leer. Weil. Ich weiß nicht mehr, was dieses kleine Teil sein soll. Ziel bis 31.12. 10.000 Stunden. Ich bin nicht sicher, geht das? Also die Woche hat 167 Stunden. 10 Wochen sind 1700. 1670 Stunden dann. Du hast schon 4000, brauchst nur 6000. Dann nochmal. Ja, 40 Wochen, ne? Das wird nichts mehr, glaube ich. Wobei du hast wegen mehr als 4000, sagen wir mal 30 Wochen. 30 Wochen? Ja. Man muss aber jetzt 24-7 spielen. Da kannst du nicht mehr mit so einem Scheiß wie. Schieß mal alles kaputt, vielleicht kriege ich noch irgendwas. Ja, bestimmt irgendwo was versteckt. Kann ich durch den Planeten schießen? Ja, kann ich da. Es ist jetzt nicht so die beeindruckenden Planeten. Gibt mir jetzt irgendwas, wenn ich da drauf schieße? Also außer dass es kaputt geht? Nee. Ich vermute, ich kann das später ernten oder so. Also ich habe gar kein Essen. Ich kann ja nur in drei Richtungen fliegen, weil. Was ist das denn überhaupt? Was kann ich da tun? Ich fliege mal rein. Okay. Vielleicht kann ich da mein Treibstoff so auffüllen. Alles klar. Hey, Lootboxen. Einfach spielen lassen. Hm? Ich habe Kristalle gefunden. Okay, bekommen. Ist das gut? Weiß ich nicht. Wenn du einen funkelnden Ort wie diesen siehst, bedeutet das, dass es dort etwas Spezielles zu entdecken gibt. Versuche auf diesen Ort zu klicken, um zu sehen, was es ist. Es ist eine Garage. Versuche dorthin zu reisen. Was? Moment. Ey. Was? Guck mal, die gefunden, öffne das Feuer. Ein paar Schüsse treffen dich und schaffen es, die Panzerung in die Bades zu durchdringen. Schaffst du es noch? Ist noch einmal zu entkommen. Das erste Schiff verliert dich aus den Augen. Und das riesige Schiff verliert dich aus den Augen. Fürs Erste. Was soll das denn? Ja, schon kannst du den Bartus mit Optanium, dem roten Erz, das du Unoptanium, soll das Belohnung bei der vorherigen Mission halten, das reparieren und aufrüsten. Ah. Deswegen wurde ich beschossen. Tritium und Unoptanium können als Missionsbelohnungen durch Abbau erhalten werden. Für eine genauere Erläuterung des Abbauvorgangs empfehlen wir, das Tutorial zum Sammeln von Ressourcen zu spielen, welches über das Hauptmenü zugänglich ist. Im Moment hast du nur genug Unoptanium, um einen Teil des Schadens an deinem Rumpf zu reparieren. Wenn die Rumpfintegrität auf Null fällt, sind in den Bades und das Spiel verloren. Also ist die Reparatur immer eine gute Idee. Okay. Ja, das war's dann auch. Ich hab kein Geld. So realistisch. Gute Arbeit, jetzt müssen wir auf diese Rumpf noch klicken, um in die nächste Galaxie zu reisen. Ja, okay. Hey, jetzt waren wir umsonst. Bin mit Bodenkontrolle. Gut, das heißt jetzt nicht viel. Verbindung zur Bodenkontrolle fehlgeschlagen. Verbindungsruhe wird neu gestartet. Fehlgeschlagen. Neue Steuerung. Oh Gott. Bitte Benutzerdaten eingeben. Schwierige Box-Champion des Mars, hast du es gewohnt, ein oder zwei Schläge einzustecken oder bei K.O. zu gehen? Du hast dich bei einer harten Mission einen harten Kapitän braucht. 100% Trefferpunkte für Drohnenteile, größere und stärkere Energieschilde. Boah. Lot.
Früher bei großen Luftakrobatik-Turnieren allen die Show gestohlen und suchst nun nach einem neuen Abenteuer. Du hast dich sofort beworben, als du gehört hast, dass du den Bartos einen einzigartigen Überwarp-System besitzt. Lesen, schwierige Sache. 100% Triebwerksschub, verbessere Nachbilder, Ballerinenladen bei Geschwindigkeit über 200 Meter Sekunde schneller auf. Oh. Bergarbeiter. Früher warst du einer der besten Bergarbeiter der Korb. Aber ihre dubiosen Geschäfte kannst du nicht mehr mit einer Moral vereinbaren. Das ist eine Lüge. Im Namen der Wissenschaft den Weltraum zu erkunden ist jetzt genau das Richtige für dich. 100% Ressourcenabbau-Effizienz, verbessere Border, sammelt Ressourcen. Wissenschaftler. Du hast für viele namhaften militärischen und wissenschaftlichen Institutionen gearbeitet und bist in der Lage, alle Arten von Technologien zu verbessern und zu modifizieren, was dir zu einem idealen Kandidaten für das Nimbartos-Programm macht. Ich spreche das hoffentlich richtig aus, überhaupt, das Nimbartos. Nein. Weiß man immer nicht. Batterien halten länger und können Triebwerke betreiben. Erforschbare Waffentechnologien. Ingenieur, du hast deine erste Drohne im Alter von 5 Jahren gebaut und seitdem nicht aufgehört, deine Fähigkeiten als Ingenieur zu verbessern. Komplexe Kreationen bereiten dir keine Schwierigkeiten und du wurdest schnell in der Nähe außer zum Captain Nimbartos aufgenommen. Minus 50% Einsatzkosten, also Treibstoff, Energie und Ressourcentransfer. Nur für erfahrene Spieler geeignet, ja geil. Programmierer, eine eigenartige Gestalt, halb biologisch, halb Mechanik. Niemand weiß, woher du kommst oder ob du überhaupt jemals menschlich warst, aber deine Begabung ist offensichtlich. Du bist in der Lage komplett selbstständig Drohnen zu bauen. Okay. Und wenn jetzt Drohnenteile und keine Einsatzkosten, drahtlose Übertragung von Treibstoff und Energie, nur autonome Drohnen, keine manuelle Steuerung erlaubt. Ah, ich verstehe. Unbegrenzte Anzahl aller Teile. Nee, was nehmen wir denn da? Türkschuh, verbesserter Nachbrenner. Länger können Siebwerke betreiben. Ich nehme mal den Bergarbeiter, glaube ich. Deutschland ist zumindest jedenfalls schon mal besser als bei manchen Vollpreistiteln. Das ist gerade ein Steam-Sale übrigens. Kann man sich's kaufen? Die Entwickler sind aber keine Deutschen, oder? Nee, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Warte mal kurz. Ah, meine Bedrohung nehmen wir ab. Vote us. Vom Zürich, Schwitzerland. Oh Mann, Moment mal, die verstehen, was ich sage? Bitte was? Was haben die Schweizer für ein Problem? Die verstehen, was ich sage und schicken mir trotzdem noch einen zweiten Key. Moment, sind die behindert? Was? Wer schickt... Also, mir überhaupt irgendwas zu schenken, ist ja schon gestört. Ich habe einen neuen Gegenstand. Ja, danke, Steam. Ich habe das abgeschalten. Warum zeigst du mir das, Steam? Für die Blackbox. Ja, klar. Ja, Blackbox finden. Jetzt muss ich wieder mal... Was? Ich muss mal eine tolle Drohne wieder neu machen. Ja gut, kein Problem. Die war so gut. EU4 ist noch die beste deutsche Übersetzung. Ja, kann ich nichts zu sagen. Habe ich nie gespielt. Das wird jetzt problematisch. Ich habe nicht so viele Teile dann, ne? Ja, aber die haben auch Nietzsche, das muss ich auch mal wieder spielen. Ah, ich so viele Spiele, so wenig Zeit. Ich hasse es. Warum? Ich meine, die verstehen offensichtlich, was ich sage. Warum schicken die mir, also überhaupt einen Key dann zu schicken? Moment, Batterie, lass dich verschieben. Warte. Ich meine, wer denkt sich, ja, also, wir verstehen, was der sagt. Lass uns mal, Vivo braucht 5, noch ein Key schicken. Warum? Plasma kurze Laser. Ressourcentank. Ja, klar. Oh. Kann ich den auch innen reinbauen? Nee. Gut. Wunderschön. Es wird ein Meisterwerk. Oh, ja. Es wird ein
Ist da noch irgendwas dran? Machen wir aber mal einen Testflug. Okay, ich darf damit nicht kämpfen, offensichtlich. Machen wir rechte Maustaste. Testflug. Gegner machen wir aus hier. Ich bin etwas linkslastig. Ich glaube, das ist der. Ich muss diesen Tank verschieben. Aber ich glaube, den brauche ich. Osmanen hießen die Ottomanen. Ich sehe da jetzt das Problem nicht. Ja geil, hinter den Antrieb den Ressourcentank. Was soll schon schief gehen? Das Problem ist, ich habe jetzt immer noch diese Batterie, ne? Gar kein Ding nicht. Wir schieben. Ja, die schieben mir einfach. Aber jetzt bin ich immer noch linkslastig, weil ich. Masse. Ja, wiegt das gleiche, alles klar. Dann können wir den ja da anbringen. Ja, perfekt. Testflug. Jetzt noch hier die Tasten tauschen. Und es geht überhaupt nicht los, weil. Puh. Ich hab einen Bohrer. Kann ich hier. Oh wow. Planet ist. Oh, schicke ich das dann schon runter oder. Ah nein, ich habe einen Planet. Okay, wo ist denn der Planet? Oh Gott. So ist die Megadrone. Ich soll die Blackbox finden, aber ich dachte mir, ich baue gleich noch so einen Ressourcensammler mit dran, dann kann ich später Ressourcen sammeln und soll da nicht irgendwie ein Planet sein? Ja, schon gut so. Nee, nicht so wirklich. Ich bräuchte noch mehr Triebwerke, aber. Ja, dann kostet das Ressourcen, die runterzuschicken. Entfernen mal das und mach da was Größeres dran. Du bist A, also muss das jetzt D werden. Na, ja, das ist doch schon. Anders. Es ist definitiv anders. Ja. Fliegt sich genauso scheiße, wie es aussieht. Verdammt. Ich muss da noch irgendwie dann zumindest noch so ein kleines irgendwie. Was bist du da überhaupt? Was bist das da überhaupt? Basisblock. Okay. Problem ist, dann habe ich zu viele Teile dran. Wenn ich das mal wegmache, dann habe ich wieder Unwucht. Ich mag das Spiel jetzt schon nicht. Jetzt weiß ich, warum die Entwickler mir das. Moment, kann ich die. Kann ich das irgendwie. Was ist denn das Ding da für eine Masse? 05! Ja, perfekt, du fliegst mal raus. So, wir bringen dich mal so an. Und den Bohrer lassen wir so ein bisschen ausgefahren. So, jetzt sollte es doch noch. Naja, es hat, glaube ich. Ja. Es ist auf jeden Fall. Der ist doch geil. Oh. Ich sehe schon. Das ist großartig. Lass ihn starten. Nutzt nur vorrätige Teile. Einsatzkosten zahlbar. Finde die Blackbox. Ja, kein Problem. Ich komme jetzt zwar nicht ganz damit drauf klar, dass mir Leute, die Deutsch können, mehrere spielen. Ich muss noch so ein bisschen. Ja, ich komme ja schon runter. Ich habe. Es sieht so scheiße aus, was ich da gebaut habe. Es ist der Wahnsinn.
Ah, es sieht so scheiße aus. Moment, ich muss kurz drehen. Einen Moment. So, los geht's. Ich habe hier einen Laser, ich habe Treibstofftank, ich habe einen Ressourcentrank. Trank. Tank meine ich. Oh mein. Ist das schlecht, dass ich jetzt auf einmal rot bin? Ich bin geschädigt. Ich nehme an, ich bin beschädigt. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, dass ich rot bin. Vielleicht bin ich auch nur heiß? Nee, ich glaube, ich bin kaputt. Das greift mich an. Oh Gott, sehe ich das richtig, dass das Bienen oder sowas sind? Oh Gott. Ach, damit kann ich einfach durchbohren hier, geil. Sag das doch. Siehst du, ich habe alles unter Kontrolle. Oder fast. Ja, kein Ding nicht. So. Wir zerstören das einfach und dann. Ich glaube, der Bohrer ist reichlich nutzlos. Ah, wahrscheinlich um die Ressourcen effektiv abzubauen, weil die Laser wird sie wohl einfach nur zerstören. Ja, kein Ding nicht. Da gehen wir einfach durch. Wie lange kann ich den Laser benutzen? Nur bis die Batterie nicht mehr blau ist. Ich glaube, der Sound ist hier ein bisschen leise in-game. Habt ihr Sound? Warte mal kurz. Einstellungen. Jetzt ist doch Sound da. Sagt das doch mal jemand. Dann ist keiner da. Nur der Peterbot. Also ich bin sicher, dieses Rot soll so. Lass nicht das Bild drehen. Ich komme doch so schon nicht klar. Spiel. Warum tust du mir das an? Was soll denn das? Weg frei machen, bitte. Freier Flug für freie Drohnen. Laser ist schon effizienter als. Meine Drohne muss aber nochmal überarbeitet werden. Vielleicht könnte der Sound sogar noch ein Ticken lauter. Mal Platz hier und so, ne? Für meine Drohne. Muss die Scheiben wischen. Ich habe halt nur keinen Scheibenwischer eingebaut. Oh, ich bin nicht mehr rot. Jetzt ist mein Bohrer rot. Ah, die Kiste ist auf mich gefallen. Das ist nicht so gut, glaube ich. Ich habe das bekommen, okay. Ich habe halt keinen Rückwärtsantrieb. Das macht die Sache ein wenig kompliziert. Langsam verstehe ich, warum die Entwickler mir das geschenkt haben, weil sie mich hassen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass man die Entwickler mich gucken oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach random verteilt an. Oh, der ist nicht so groß und hat Display, vielleicht spielt er ja das Spiel. Ich wollte nicht in die Richtung, aber ich habe keinen Rückwärtsantrieb. Das macht die Sache ein wenig. Ah, die funktioniert doch noch. Sie halt jetzt da lang fliegen. Ich habe zum Glück diesen Laser, der deutlich effizienter ist als diese kleine Kanone da. Hat halt nicht die Reichweite, aber Reichweite ist bei einem Planeten nicht so wichtig. Die fliegen nicht weg. Das wollte ich jetzt nicht. Ach. Ich übe das Drohnenbau nochmal so. Ich drehe es einfach so und dann drehe ich. Wow, also genau mein Spiel, ich merke schon. Ich habe diesen Planeten zerstört, bevor ich hier klar gekommen bin. So, darf ich hier wieder raus? Danke.
Ich gehe einfach hier raus so. Jetzt drehen wir einfach. Hat einen sehr großen Wendekreis, diese. Ich sollte es vielleicht schräg anbringen, das könnte helfen. Ich habe doch keine Ahnung vom Drohnenbau. Oh mein, der Tank ist schon leer. Aber der füllt sich wieder auf, okay. Okay, alles gut. Kriegen den wieder aufgefüllt. Ich glaube, das ist kostenlos. Braucht halt nur Zeit. Ah, ich habe die Blackbox gefunden. Sehr gut. Sind hier noch Ressourcen? Ich glaube, ich war überall, wo es Ressourcen geben könnte. Ich überarbeite diese Drohne besser nochmal. Die braucht noch etwas Liebe, mein Design. Das ist wie mein Kartengenerator. Zerlege den Transmitter.